Hallo und herzlich willkommen aus dem, ja, gerade etwas sonnigen Düsseldorf. Wir wollen uns heute nochmal dem Thema unseres ISMS-Bundles widmen, wie man hier auch schon sieht. Wir haben da einiges an Add-ons aktuell im Angebot. Einiges kommt auch noch dieses Jahr. Und ja, wir wollen da heute mal so ein bisschen drüber sprechen, was die einzelnen so können und wie die sich gegeneinander abgrenzen. Aber natürlich auch als zentrales Thema heute unser neues ISMS-Add-on. Ich bin natürlich jetzt hier nicht alleine unterwegs, sondern ich habe auch noch Daniel Kürsten mit dabei aus dem Produktmanagement. Und der hat auch gerade mal die Agenda eingeblendet. Also, wie unterscheiden sich die einzelnen Add-ons miteinander? Wir haben das DSGVO, unser Data Privacy Add-on. Dann aktuell Viva 1, schon länger im Einsatz. Da kommt bald Viva 2 und das neue ISMS Add-on. Dann schauen wir uns mal die Inhalte und Termine dazu an. Wie sieht das denn aus beim ISMS Add-on? Und die Preise und ja, wie komme ich denn da überhaupt dran? Und dann das Interessanteste, wir schauen uns das auch mal direkt in Live an, in unserer Testumgebung. Wir zeigen, wie man das Ganze benutzen kann, wie die einzelnen Funktionen ineinander greifen und abschließend dazu nochmal, wo man Dokumentation dazu findet und wo Sie Unterstützung dazu bekommen. Und ganz zum Schluss steigen wir dann ein ins Q&A. Da können Sie gerne Fragen stellen. Das können Sie auch die ganze Zeit jetzt während der Präsentation machen über das Tool. Da gibt es hier diesen Fragenbereich. Und wenn da was bei Ihnen ein Fragezeichen auftaucht, stellen Sie gerne auch schon mal eine Frage direkt rein und wir werden die dann im Anschluss an die Präsentation gerne beantworten. Gut, und jetzt freue ich mich auf die Präsentation durch Herrn Kürsten und übergebe mal weiter. Daniel, bist du da? Ja, guten Tag und auch einen wunderschönen Mittwochnachmittag von mir. Und ja, vielen Dank, Martin, für das Intro und für die Agenda. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Ja, Abgrenzung Data Privacy, Viva 1, Viva 2 und ISMS Add-on. Nicht alle von Ihnen haben das mitbekommen, dass gerade im Security-Bereich unser Portfolio weit gewachsen ist. Und ich möchte jetzt das Webinar zum Thema ISMS mal nutzen, um ein bisschen auf die Abgrenzung einzugehen und zu erklären, was eigentlich hinter diesen einzelnen Add-ons steckt und wo der Schwerpunkt entsprechend liegt. Fangen wir an mit dem Data Privacy Add-on. Das Data Privacy Add-on, das erfüllt die Dokumentationspflichten in Bezug auf die EU-Datenschutzgrundverordnung, also die Verarbeitung personenbezogener Daten. Sie alle werden das ja mitbekommen haben in den letzten Monaten. Es geht ja immer noch nach wie vor sehr durch die Presse, dass es ab dem 25. Mai 2018 wesentlich strengere gesetzliche Regelungen und Strafen gibt als bisher. Grundsätzlich ist der Auslöser eigentlich der, dass diese Strafen wesentlich verschärft worden sind. Deswegen ist das Thema wesentlich brisanter. Die Datenschutzregelungen in Deutschland waren eigentlich immer schon relativ stark ausgeprägt. Aber durch diese Regelung auf EU-Ebene, die halt jetzt am 25. Mai in Kraft tritt, gibt es halt hier noch erweiterte Dinge, die zu beachten sind und da haben wir entsprechend zusammen mit unserem Partner der Firma Don't Panic ein Data Privacy Add-on auf den Markt gebracht, was Sie kostenfrei nutzen können, was letztendlich diese Dokumentationspflichten in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung in iDoIt abbilden kann. Neben diesem Data Privacy Add-on gibt es auch noch unser klassisches Viva Add-on und in Zukunft eine Neuerung oder eine neue Version des Viva Add-ons. Wir haben das jetzt mal als Arbeitstitel Viva 1 und Viva 2 genannt. Und ja, letztendlich ist das Viva 1 Add-on heutzutage schon verfügbar. Und es ist eigentlich das Add-on, was jetzt schon ein vollwertiges ISMS bildet, beziehungsweise aus iDoIt ein vollwertiges ISMS macht und aber die Methodik des IT-Grundschutz BSI-Standards 100-X verwendet. Es gibt diesen IT-Grundschutz schon, glaube ich, seit den 90er Jahren vom BSI formuliert und verschriftlicht. Und das Viva 1 Add-on gibt es mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren und ist halt dafür zuständig, letztendlich ein Risikomanagement nach der Methodik des BSI-Standards 100-X in iDoIt abbilden zu können. Das ist im Moment nach wie vor, sage ich mal, noch relevant, weil auch viele
Anwender des IT-Grundschutzes sich auf Basis dieses Standards 100-X zertifizieren lassen. Und da kann man auch eine, ja, ich möchte es mal technisch ausdrücken, Kompatibilität zu ISO 27001, also eine ISO 27001 Zertifizierung auf Basis dieses Grundschutzes 100-X durchführen lassen. Letztendlich ist es aber so, dass das BSI Ende letzten Jahres auf der ITSA einen neuen BSI-Standard 200-X veröffentlicht hat und dieser Standard hat jetzt schon Gültigkeit. Der alte Standard ist auch noch gültig. Ich weiß nicht genau, wie die Übergangsfristen sind, aber die Tendenz geht halt dahin, jetzt diesen neuen Standard 200-X zu nutzen. Und auch wir bei iDoIt werden uns natürlich dieser Methodik, diesem Standard 200-X widmen. Und es wird ab Mitte diesen Jahres wird es ein neues Viva Add-on geben, was letztendlich die Methodik dieses BSI-Standards 200-X verwendet und halt auch erlaubt, innerhalb von iDoIt zu dokumentieren. Das heißt, beide Add-ons werden vermutlich auch parallel existieren. Währenddessen das Viva 2 Add-on aber natürlich ein Migrationsszenario auch unterstützen wird. Aber für diejenigen, die noch eine Weile auf dem alten Grundschutzstandard bleiben wollen, werden wir halt auch das Viva 1 Add-on weiterhin dann noch zur Verfügung haben. Ja, und was ist ganz neu? Das ISMS Add-on und das ISMS Add-on macht erstmal inhaltlich auch aus iDoIt ein vollwertiges ISMS, aber es konzentriert sich dabei auf die Methodik der ISO EEC 27001 Methodik. Und auch das ist im Moment sehr, sehr häufig in der Presse zu lesen. Das Ganze ist deswegen relevant, weil es eine neue europäische NIS-Richtlinie gibt, die auch dieses Jahr in Kraft tritt, die Organisationen, die kritische Infrastrukturen betreiben, zum Beispiel Energieversorger oder Krankenhäuser, dazu zwingt, letztendlich Risikomanagement zu betreiben. Und die ISO 27001-Norm wird quasi immer als de facto Standard zur Erfüllung der nationalen Gesetze genannt. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen Nebensatz dazu oder einen etwas größeren Nebensatz zum Thema iDoIt wird zum ISMS. Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, was ein ISMS eigentlich ist. Und wir wissen auch, ein ISMS ist letztendlich nicht nur ein Stück Software, sondern ein ISMS ist letztendlich ein Zusammenschluss aus gewisser Dokumentation, Informationen und vor allen Dingen auch Prozessen, die im Unternehmen gelebt werden. Und wichtig ist hier an dieser Stelle zu sagen, dass ein Großteil der Disziplinen, die eigentlich gefordert sind in der ISO 27001 Norm, dass diese schon mit den Bestandsfunktionen von iDoIt erfüllt werden. Gerade das Thema Dokumentation und generell Bereitstellung von Informationen ist eigentlich eine Kerndisziplin von iDoIt. Und das ISMS Add-on geht jetzt hin und nimmt eigentlich die letzte Lücke, die noch fehlt, um quasi die Anforderungen an so ein ISMS zu erfüllen. Und das ist das Risikomanagement. Und das Risikomanagement ist das, was durch das ISMS Add-on letztendlich erfüllt wird. Dazu aber gleich mehr. Ich habe noch mal eine kurze Übersicht, welche Add-ons es jetzt gibt, beziehungsweise in Zukunft geben wird, sind letztendlich an der Zahl 4 Stück. Das bald veraltete Viva 1 Add-on und in Zukunft dann das, also die Dreierriege vom Data Privacy Add-on, das Viva 2 Add-on und das ISMS Add-on, die alle quasi eigene, ja, Methodiken oder Anwendungsfälle bedienen an der Stelle. Ganz kurz sei vielleicht an der Stelle noch gesagt, dass das Data Privacy Add-on und das ISMS Add-on können parallel zueinander genutzt werden. Das Data Privacy Add-on bringt auch schon einen nicht ganz so stark ausgeprägten Teil des Risikomanagements mit. Wenn man jetzt die Notwendigkeit hat, dass man beide Dinge mit iDoIt erfüllen möchte, kann man halt das Data Privacy Add-on in Kombination mit dem neuen ISMS Add-on benutzen. Ja, weiterhin möchte ich ein bisschen was erzählen über die Inhalte und Termine des ISMS Add-ons. Sie haben vielleicht schon bemerkt, der Titel
der Präsentation bzw. des Webinars ist ISMS Bundle. Letztendlich ist der Bundle das, was wir jetzt im ersten Schritt verkaufen werden, nämlich nicht nur das ISMS Add-on, sondern zusätzlich zu dem Add-on liefern wir Ihnen auch noch drei Kataloge aus, die Sie nutzen können. Und zwar ist das zum einen der Anhang A der ISO 27001 Norm. Das ist ein Maßnahmenkatalog, der in Deutsch und Englisch beigelegt wird. Und sowohl der Gefährdungs- als auch der Maßnahmenkatalog der Ergänzungslieferung 15 des BSI IT-Grundschutzkataloges werden mit diesem Add-on ausgeliefert. Das heißt, wenn Sie das Add-on erwerben, erwerben Sie im Moment dieses Bundle, wo Sie halt für einen Preis letztendlich direkt auch diese Kataloge mitbekommen, die Sie dann in das Add-on direkt auch importieren können. Da werde ich auch gleich nochmal in der Praxispräsentation kurz drauf eingehen. Es werden auch in Zukunft weitere branchenspezifische Kataloge folgen. Gerade das BSI ist sehr bemüht, auch hier für die für den Grundschutzstandard 200-X branchenspezifische Anforderungs- oder Maßnahmenkataloge zu liefern. Und sobald diese verfügbar sind, werden wir auch peu à peu hier weitere Kataloge für das ISMS-Add-on anbieten. Für diejenigen, die sich an dem Early Adopter Programm beteiligt haben, ist auch nochmal wichtig, dass die offizielle Version, die jetzt zur Verfügung steht, das ISMS Add-on, dass die Early Adopter Version abgedatet werden kann mit der offiziellen Version. Also das heißt, Sie können Ihren bisherigen Datenbestand selbstverständlich weiter nutzen und auf die neue Version updaten. Ja, Preise und Erwerb. Das ISMS Add-on entspricht preislich denen der bereits existierenden Synetics Add-ons. Ich habe jetzt hier die Preise nicht explizit nochmal aufgenommen in die Präsentation. Sie können jederzeit auf unserer Webseite sich informieren darüber. Da ist eine Preisliste. Letztendlich orientiert sich der Preis für die Add-on-Nutzung an der Anzahl der Objekte, die Sie für iDoIt subskribiert haben. Wichtig ist nochmal, dass wenn Sie die Kataloge, die mit dem Bundle ausgeliefert werden, wenn Sie die importieren in iDoIt, dann werden daraus natürlich auch vollwertige Objekte, die auch lizenzpflichtig sind. Das kann je nach Katalog, den Sie da importieren, mal mehr oder mal weniger sein. Also die Zahlen können zwischen, ich glaube, der NXA des ISO 27001 hat so rund 160 oder 250 Maßnahmen drin, währenddessen, ich glaube, der Gefährdungskatalog des BSI über 1000 Gefährdungen mit sich bringt. Also da müssen Sie sich nur gewahr dessen sein, dass der Import dieser Kataloge natürlich auch nochmal eigenständig Objekte erzeugt. Ja, wenn Sie das ISMS-Bundle erwerben möchten, dann würde ich Sie bitten, einfach eine E-Mail an sales@i-doit.com zu schreiben und dann bekommen Sie von unseren Kollegen aus dem Sales ein entsprechendes Angebot und können, wenn Sie das erwerben, das ISMS-Add-on einsetzen. Gut. Steigen wir jetzt ein mit der Live-Demonstration. Ich möchte jetzt so grob die nächste halbe Stunde nutzen, um Ihnen die Methodik, die letztendlich hinter diesem ISMS-Add-on und der Nutzung steht, vorzustellen. Wenn Sie da weiter Fragen zu haben, dann, wie Martin Hartkopf Ihnen vorhin gesagt hat, bitte einfach die Funktion dieses GoToWebinar-Clients nutzen, die Fragen einstellen und wir gehen dann am Ende in der Q&A-Runde nochmal auf die Dinge ein. Und ganz wichtig ist noch, Sie müssen jetzt nicht alles aufschreiben und merken, was ich hier zeige. Alles, was ich hier zeige, wird zum einen aufgezeichnet und Sie kriegen nachher nochmal Zugriff auf das Webinar. Und es ist auch so, dass wir zahlreiche Dokumentationsvideos haben und auch Knowledge Base-Einträge, um das alles nochmal nachzuvollziehen und dann letztendlich auf Ihrer Umgebung halt auch entsprechend umzusetzen. So, ich gehe jetzt hier mal auf unsere öffentliche Demo-Umgebung. Ich habe jetzt für die Zeit des Webinars den öffentlichen Zugang hier mal ausgesperrt. Sie können später nach dem Webinar auch gerne auf diese ISMS-Demo iDoIt kommen, die Sie hier sehen, zugreifen und das Ganze, ohne dass Sie das selber installieren müssen, ausprobieren. Jetzt im Moment während des Webinars, wie gesagt, ist es erstmal gesperrt, aber unmittelbar danach werde ich das Ganze wieder freigeben. Gut.
Das Add-on als solches wird ganz normal über das Admin Center installiert und wenn Sie die Installation vollführt haben, haben Sie oben in der Hauptmenü-Navigation einen neuen Punkt ISMS. Und in diesem Menüpunkt ISMS bekommt man schon die Liste der Dinge zu sehen, die eigentlich das ISMS als solches ausmachen. Im Wesentlichen sind das die Gefährdung, Maßnahmen und Schwachstellen, die für eine Risikobewertung nachher notwendig sind. Und es gibt zwei, ja, ich nenne es mal Grundeinstellungen, die ich tätigen muss oder Annahmen, die ich für mein Unternehmen stellen muss, das sind die Bewertungskriterien und Schadensszenarien. Das heißt, wenn ich anfange, eine Risikobewertung mit dem ISMS-Add-on zu machen, sollte ich zuerst als nächstes hingehen und Bewertungskriterien definieren. Diese Bewertungskriterien sind nichts anderes als, man sieht das hier, eine Skala, die ich in meinem Fall von gering bis sehr hoch ausgeprägt habe. Und ich gehe mal in so ein Bewertungskriterium rein. Ich habe hier letztendlich ein Level, was ich vergebe. Und dieses Level muss immer alphanumerisch sein, damit es nachher, Quatsch, muss numerisch sein, damit es nachher verwendet werden kann für eine Risikoberechnung, für eine Risikohöhenberechnung. Diese Bewertungskriterien muss ich halt entsprechend meinen Organisationsvorgaben anlegen. Also das heißt, die Anzahl der Stufen und Ausprägungen kann ich bezeichnen und mit einer Anzahl an Levels definieren, wie ich das möchte oder wie ich das für sinnvoll erachte. Wir haben hier im Standard vier verschiedene Level, die wir mal als Beispiel ausgeprägt haben. So, diese Bewertungskriterien werden jetzt für zwei verschiedene Dinge genutzt. Zum einen werden sie genutzt, um eine Eintrittswahrscheinlichkeit zu definieren. Und das sieht man hier hinten. Ich habe für jedes Bewertungskriterium hier einfach eine schriftlich für mich eine Erklärung, was heißt das für eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Ein geringes Bewertungskriterium heißt für mich, für die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass etwas nur alle 10 Jahre eintritt. Währenddessen eine normale Einschätzung heißt für mich, dass ein Ereignis jedes Jahr eintritt. Und auch das sind von mir völlig frei gewählte Werte, die letztendlich ich in meinem Unternehmen jetzt ausmachen muss und die halt individuell für meine Bewertung eines Risikos ausgeprägt werden. Das ist der eine Verwendungszweck dieser Bewertungskriterien. Der andere ist in Kombination mit dem Schadensszenario zu sehen. Schadensszenarien, und da haben wir jetzt mal die vom BSI vorgeschlagenen Schadensszenarien hier mit aufgenommen, sind halt Auswirkungen, die passieren können, wenn ein Risiko eintritt. Und so ein Schadensszenario vom BSI bezeichnet zum Beispiel wäre finanzielle Auswirkungen oder beispielsweise Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und Verträge oder die Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts. Die Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung, der persönlichen Unversehrtheit oder beispielsweise negative Außenwirkungen. Auch hier gilt wieder, das sind jetzt einfach Beispiele, die aus dem BSI-IT-Grundschutz gewählt worden sind. Aber hier muss halt organisationsindividuell letztendlich das als Schadensszenario skizziert werden, was im individuellen Fall einfach betrachtet werden soll. Und hier sehen wir jetzt, neben wiederum einer Kennzeichnung, die ich vergeben muss, auch bei einem Schadensszenario, auch nochmal die Bewertungskriterien an der rechten Seite wieder. Auch hier nutze ich jetzt diese vier Bewertungskriterien, die ich definiert habe. Ich klicke da vielleicht einfach mal rein. Nutze die, um eine Ausprägung zu definieren. Das heißt, bei einer finanziellen Auswirkung als Schadensszenario setze ich hier auch wieder Grenzen anhand der Bewertungskriterien und definiere damit, okay, eine geringe finanzielle Auswirkung bedeutet in meinem Falle, dass ein Schaden von weniger als 5.000 Euro passiert. Eine normale Bewertung heißt, dass der Schaden zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegt und entsprechend weiter hoch. Auch das wieder individuelle Vereinbarungen innerhalb der Organisation, die ich hier entsprechend skizziere. Ja, neben diesen Schadensszenarien und den Bewertungskriterien, die ich definiere, gibt es eine weitere
Grundannahme, die ich in iDoIt fixieren muss. Und das ist die Berechnungsgrundlage für eine Risikohöhe. Und dafür müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in iDoIt einsteigen, in die Verwaltung. Und zwar innerhalb der Systemeinstellungen gibt es wiederum in den Mandanteneinstellungen, es ist ein klein bisschen versteckt, gibt es hier einen Bereich ISMS. Und in diesem Bereich ISMS kann ich zwei Dinge tun. Ich kann zum einen eine Risikoformel auswählen und diese Risikoformel gibt letztendlich an, wie die Risikohöhe berechnet wird. Die Risikohöhe, da habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze anzugeben. Es ist immer eine Kombination aus einer Risikobewertung, entweder multipliziert oder addiert mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit. Und hier kann ich entsprechend die Formel, die ich benutzen möchte, angeben und durch die Angabe dieser Formel ergeben sich natürlich auch Minimal- und Maximalwerte. Und diese Minimal- und Maximalwerte, die können in iDoIt als Ampelfarben dargestellt werden. Und in diesem unteren Bereich definiere ich jetzt letztendlich, wie die Ampelbereiche ausgeprägt sind anhand der von mir gewählten Risikoformel. Das Ganze kann man sich auch ein bisschen grafischer darstellen lassen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Ausflug in die Reporte in iDoIt. Und wir haben hier in den Report Views entsprechend für das ISMS Add-on, das wird dann auch mit der Installation ausgeliefert, haben wir Reporte vorgefertigt. Und da gibt es einen Report, die sogenannte Risikomatrix. Und da kann ich ganz praktisch sehen, was das eigentlich heißt. Ich habe hier eine Risikomatrix ausgeprägt, wo ich entsprechend die Risikohöhe, das sind diese Werte rechts an der Seite, wo ich die Risikohöhe sehe und sehe, mit welcher Farbe ich die jetzt durch meine Einstellung belegt habe. Das Ganze wird dann gleich verwendet in der Risikobewertung. Das sehen wir dann entsprechend gleich nochmal anhand der Risikobewertung einzelner Objekte. Wenn ich diese Aufgaben jetzt erledigt habe, wenn ich hingegangen bin und habe meinen Bewertungsmaßstab und quasi die Berechnungsformel definiert, dann bin ich eigentlich schon bereit, um loszulegen. Und um loszulegen, brauche ich jetzt wiederum drei verschiedene Objekttypen in iDoIt. Ich brauche Gefährdungen, Maßnahmen und Schwachstellen. Und diese Gefährdungen, Maßnahmen und Schwachstellen, die sollten auch wieder organisationsindividuell quasi erstellt werden oder genutzt werden. Aber es gibt halt natürlich verschiedene Kataloge, branchenspezifische Kataloge oder wie die Kataloge, die wir jetzt mit ausliefern, die halt solche Maßnahmen, Gefährdungen und Gefährdungen halt ja quasi als Standard IT-übergreifend vorgeschlagen werden. Und um jetzt an diese einzelnen Objekte zu kommen in iDoIt, haben wir diese Kataloge als CSV-Dateien mit ausgeliefert. Das heißt, wenn ich das Ganze in iDoIt übernehmen möchte, muss ich einfach in den CSV-Import-Bereich von iDoIt gehen. Ich habe jetzt hier schon mal eine Datei hochgeladen. Das ist jetzt zum Beispiel der Anhang der Maßnahmen aus der ISO 27001. Ich kann jetzt diese Datei einfach für den Import verwenden und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich kriege hier zwei Profile mit der Add-on-Installation ausgeliefert. Da wähle ich das entsprechende aus, in diesem Falle für die Controls, für die Maßnahmen, lade das Profil und damit macht er mir automatisch eine Zuordnung der verschiedenen Felder aus den CSV-Dateien zu den iDoIt-Objekten und ich muss als letztes jetzt nur noch hingehen und die ganzen Daten importieren. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu machen, das ist im Vorfeld in dieser Demo-Datenbank schon passiert, aber letztendlich können Sie hier sehen, Sie kommen mit quasi 3, 4 Mausklicken direkt schon an all diese Maßnahmen beziehungsweise auch Gefährdungen als Grundlage für Ihre Risikobewertung. Was wir nicht mit ausliefern, sind die Schwachstellen. Wir haben jetzt hier selber mal exemplarisch 4 Schwachstellen mit aufgenommen. Die müssen halt auch organisationsindividuell letztendlich dann dokumentiert werden. So, das sind die Grundlagen, die ich brauche, um das Risikomanagement zu betreiben. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wie ich so eine Risikobewertung eigentlich vornehme. Und dazu gehe ich hier mal in die Liste der Server rein. Wir haben diese iDoIt-Installation sehr bewusst reduziert auf die ISMS Add-on-Inhalte. Wir haben ja als Objekttypen mehr oder weniger nur Clients und Server, die wir zur Verfügung stellen. Und ich gehe jetzt mal in einen unserer Server rein.
Und wir sehen auch hier, das Ganze ist jetzt von der Dokumentation her reduziert auf die ASMS-Inhalte. Und das Wichtigste, was ich hier habe, ist dieser Ordner ASMS, in dem ich erstmal für jedes Objekt, für das ich eine Risikobewertung vornehmen möchte, definieren muss, ob das Objekt relevant ist für meine ISMS-Betrachtung. Es kann ja sein, dass ich eine Bestandsdokumentation habe, wo ich beispielsweise, weiß ich nicht, 5000 Standorte drin habe und ich aber nur zwei Standorte davon eigentlich für meine IT benutze, dann möchte ich natürlich nicht alle 5000 Standorte mit in meine ISMS-Risikobetrachtung reinnehmen, sondern möchte halt natürlich nur die Objekte betrachten, die halt in diesen zwei Standorten drin sind. Und dafür bin ich hier in der Lage, erstmal generell zu sagen, okay, das ist für mich für eine ISMS-Betrachtung oder für mein ISMS überhaupt relevant, dieses Asset. Und hier unten kann ich noch einen Anwendungsbereich definieren, wenn ich jetzt verschiedene getrennte ISMS innerhalb eines iDoIt abbilden möchte, oder verschiedene Bereiche, dann kann ich halt hier einen Anwendungsbereich definieren, für den halt dieses Asset oder in dem halt dieses Asset quasi drin ist, muss man salopp auszudrücken. Ja, das, wenn ich das gemacht habe, kann ich dann zu dem einzelnen Asset hingehen und kann eine Risikoeinschätzung vornehmen. Und wir haben hier schon zwei Risikoeinschätzungen. Hier sieht man auch schon ganz schön, das ist diese Ampelfarbe, die wir vorhin bei den Einstellungen gesehen haben. Ich habe hier einmal eine Risikohöhe, die ich nach meiner Risikoeinschätzung habe. Das ist in diesem Falle für diese beide Risiken relativ hoch, 5 und 6, also ein tiefes Rot auf meiner Ampel. Und ich habe hier auch einen Umsetzungsstatus nach meiner Risikobehandlung und da sehe ich jetzt auch ein Restrisiko und das ist jetzt auf der Ampel eine 4 und eine 2, also einmal gelb und einmal grün. Also diese Ampelfarben, diese Berechnungsgrundlage kommt letztendlich auch hier an der Stelle zum Tragen. Ich lege jetzt mal eine neue Risikoeinschätzung an. Und hier wird es jetzt etwas umfangreicher vom Bildaufbau her. Ich hangel mich jetzt mal von oben nach unten durch und erkläre die Methodik, mit der ich diese Risikoeinschätzung vornehme. Grundsätzlich besteht so eine Risikoeinschätzung immer erstmal aus einer Kombination von einer Gefährdung mit einer Schwachstelle. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel mal eine Gefährdung abfangen, kompromittierende Strahlung und als Schwachstelle nehmen wir mal, haben wir jetzt keine zur Verfügung, die darauf passen würde. Das heißt, ich lege mal eine neue Schwachstelle an, die heißt zum Beispiel Raum ist nicht strahlensicher und diese neue Schwachstelle in Kombination mit der Gefährdung des Abfangs kompromittierender Strahlung. Da muss ich jetzt natürlich für mein Asset, also diesen Server, muss ich definieren, welche Schutzziele sind jetzt betroffen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen abstruser Anwendungsfall, gehen wir mal davon aus. Also ich habe hier irgendwelche kompromittierende Strahlung, die auf meine Serverleitung einwirkt. Und was könnte dadurch passieren? Es könnte halt sein, dass die Daten vielleicht verfälscht werden. Das heißt, die Integrität der Daten würde gestört oder der Datenstrom wird so stark beeinflusst, dass das Ganze nicht mehr verfügbar ist. Auf die Vertraulichkeit hätte das jetzt vielleicht nicht unbedingt Auswirkungen, dadurch, dass es nicht mehr zur Verfügung steht, hat ja kein anderer Zugriff. Aber Integrität und Verfügbarkeit wäre hier, glaube ich, schon relativ richtig als betroffene Schutzziele. Wenn ich dieses Pärchen ausgewählt habe und die Schutzziele definiert habe, die betroffen sind durch dieses Risiko, muss ich hingehen und eine Risikobewertung vornehmen. Und hier sehen wir jetzt die Schadensszenarien wieder, also die zum Beispiel die finanziellen Auswirkungen, die Verstöße gegen Gesetze und die Beeinträchtigung des Informationsselbstbestimmungsrechts und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit über diese Slider zu definieren, okay, wie sind denn jetzt, wie bewerte ich mein Risiko, wenn es jetzt eintritt? Und hier sehen wir jetzt, wenn ich den Slider auf die Bewertungskriterien entsprechend setze, dann taucht hier hinten wieder das auf, was ich definiert habe für zum Beispiel die finanziellen Auswertungen. Also letztendlich meine klaren Abgrenzungen, wo ich sage, okay,
Das ist jetzt Bewertungskriterium normal, das ist Bewertungskriterium hoch. So, ich gehe jetzt mal, mache jetzt hier mal kein unbedingt sinnvolles Beispiel, setze die Slider jetzt einfach mal alle auf hoch, ohne großartig über die Sinnhaftigkeit nachzudenken. Und hier im unteren Bereich sage ich jetzt, bewerte ich jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und auch hier treten jetzt wieder die Werte auf, die ich vorher definiert habe. Ich sage jetzt hier beispielsweise, okay, das ist eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Also ich habe jetzt hier einen Server, der steht genau vor einem Handymast und der wird jetzt mehrmals im Jahr wahnsinnig gestört. Und ich habe jetzt diese Risikobewertung in Kombination mit der Eintrittswahrscheinlichkeit abgeschlossen. Und als nächstes kann ich hier dokumentieren, habe ich existierende Maßnahmen? Gibt es schon irgendwas, was ich getan habe, um quasi diesem Risiko zu begegnen? Und ich kann hier auch noch mal einen Kommentar abgeben zu der Risikobewertung. Warum komme ich überhaupt dazu, das so zu bewerten und vielleicht nicht anders? So, wenn ich das getan habe, wenn ich diese initiale Risikobewertung oder Risikoeinschätzung vorgenommen habe, dann kann ich als nächstes hingehen und kann in den Bereich Risikobehandlung sagen, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und die Standardmaßnahmen oder die Standardoptionen, die wir hier bieten, sind halt zum Beispiel eine Auswahl von Maßnahmen oder eine Risikoakzeptanz. Einfach zu sagen, okay, ist mir egal, dass der Server ausfällt, ist halt so, erscheint mir nicht so wichtig. Oder ich versuche eine Risikovermeidung zu machen oder das Risiko auf Dritte zu übertragen. Passt jetzt in dem Beispiel nicht ganz so gut. Aber im Normalfall würde ich halt meistens hingehen und Maßnahmen auswählen und sagen, okay, folgende Dinge werde ich jetzt tun, um dieses Risiko abzuwenden. Gut, ich gehe jetzt hier mal hin und wähle aus unserem ISO NXA-Katalog beliebige Maßnahmen aus, die jetzt natürlich zu dem Anwendungsfall nicht unbedingt passen. Und habe jetzt mal vier Maßnahmen ausgewählt und kann jetzt hier weiteren noch eine Begründung abgeben, warum ich das tue. Ich kann eine Verantwortlichkeit für die Umsetzung definieren. Also könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass der Adam Riese dafür verantwortlich ist. Ich kann hier notwendige Ressourcen und Kosten für die Umsetzung dokumentieren und natürlich auch Zeiten mitgeben, bis wann das Ganze umgesetzt sein soll und wie überhaupt jetzt im Moment der Umsetzungsstatus ist, und kann hier auch eine Dringlichkeit zur Umsetzung definieren. Also letztendlich alles, was irgendwie relevant ist bezüglich dieser Maßnahmen, kann ich hier an dieser Stelle direkt mit dokumentieren. Wenn ich jetzt diese Behandlung dokumentiert habe, dann habe ich hier unten dann einen dritten Bereich, wo ich sage, wie sieht denn eigentlich die Risikobewertung nach der Behandlung aus? Also wenn ich all diese Maßnahmen ergriffen habe, wie ist dann eigentlich der Stand der Dinge? Wie ist denn dann mein Risiko zu bewerten? Und damit ich erstmal überhaupt weiß, was ich oben bewertet habe, kann ich hier über diesen Knopf Bewertung vor der Behandlung kopieren, einfach mir quasi die Slider von oben nach unten runter kopieren und könnte jetzt halt sagen, okay, das ist jetzt alles ein bisschen geringer und vor allen Dingen die Eintrittswahrscheinlichkeit, die ist jetzt total gesunken und ist jetzt nur noch sehr gering und überhaupt ist jetzt alles nicht mehr so schlimm, nachdem ich meine Maßnahmen ergriffen habe. Ja, und wenn ich all das gemacht habe, diese Risikoeinschätzung letztendlich komplett dokumentiert und natürlich der Prozess hinten dran, ich die ganzen Maßnahmen auch umgesetzt habe, dann erhalte ich letztendlich hier erstmal in der Kategorie der Risikoeinschätzung meine Risikobewertung. Ich sehe jetzt, ich habe mit dem, was ich jetzt hier als Beispiel gemacht habe, nicht ganz so gut gearbeitet. Das Restrisiko ist immer noch auf gelb. Wahrscheinlich wäre das jetzt nicht ganz so befriedigend in einem realen Falle. Aber ich habe alle Informationen, die ich hier benötige, um die Risikoeinschätzung zu machen, habe ich jetzt direkt am Asset dokumentiert und ich kann jetzt auch an diesem Asset, an dem Server direkt sehen, die Maßnahmen, die jetzt in diesen drei Risikoeinschätzungen referenziert worden sind, welche sind das eigentlich? Und ich kann zu diesen Maßnahmen auch nochmal sehen, wie ist denn eigentlich der Umsetzungsstatus? Sind die umgesetzt, sind die nicht umgesetzt und sind die überhaupt anwendbar? Und ja, ich kann natürlich in diese einzelnen Maßnahmen reingehen und kann entsprechend in der Maßnahme dokumentieren, ist das Ganze überhaupt anwendbar, ist das umgesetzt? Und ich sehe hier vor allen Dingen auch,
ja, die Kapitel und Abschnitte, so diese Maßnahmen denn aus dem ISO-Katalog kommen, und habe quasi das als übergeordnete Kategorien, um zu sehen, welche Maßnahmen aus welchen Bereichen habe ich denn hier verwendet. Ich springe nochmal eben zurück in den Server rein, vielleicht nochmal kurz zu zeigen, in dieser Risikoeinschätzung, wenn ich das jetzt ausgefüllt habe, in der View-Ansicht habe ich hier jetzt auch nochmal die Maßnahmen strukturiert nach den einzelnen Kapiteln aufgelistet. Das heißt, ich habe hier eine bessere Übersicht, aus welchen Kapiteln der ISO NXA ich eigentlich Maßnahmen ergriffen habe und kann hier entsprechend halt dann bessere Übersicht bekommen, was ich eigentlich da an Maßnahmen zugeordnet habe. Es gibt hier natürlich noch eine Menge Nebendokumentation, die relevant ist. Es gibt zum Beispiel Kontaktzuweisungen, die ich definieren muss. Wer ist hier Werteeigentümer? Wer ist Risikoeigentümer dieses Assets? Also alles Dinge, die halt letztendlich in der ISO-Norm dann gefordert werden, dass ich hier Dokumentation betreibe. Und auch viele der Maßnahmen, die letztendlich beschrieben sind, drehen sich auch um das Thema Dokumentation, die dann wiederum mit anderen Bereichen von iDoIt umgesetzt werden können. Gut, die reine Risikoeinschätzung und das Zuordnen und Erfüllen von Maßnahmen, das ist natürlich der eine Teil oder der Kernteil dessen, was ich machen muss. Ich habe natürlich darüber hinaus noch die Notwendigkeit zu erfahren, was habe ich eigentlich alles gemacht, was muss ich noch tun? Und hier gibt es ein Reporting, was ich vorhin schon mal kurz angerissen habe, wo ich über die verschiedenen Anforderungen der ISO 27001-Norm Informationen bekomme. Es gibt so ein paar Reporte, die sind quasi gefordert innerhalb der Norm. Das ist zum Beispiel die Erklärung der Anwendbarkeit. Die Erklärung der Anwendbarkeit ist letztendlich eine Liste aller Maßnahmen, die ich für mein Unternehmen dokumentiert habe und eine Definition darüber, ob die überhaupt für mein Unternehmen anwendbar sind, also ob die relevant sind letztendlich. Es könnte ja Maßnahmen geben, die mich überhaupt nicht zu interessieren brauchen. Und das wird in dieser Erklärung zur Anwendbarkeit hauptsächlich aufgeschlüsselt. Weiterhin gibt es ein Report über den Risikobehandlungsplan. Der Risikobehandlungsplan definiert relativ aufwendig, welche Gefährdungen ich identifiziert habe, welche Maßnahmen ich dagegen ergriffen habe und ob diese umgesetzt sind und bis wann die von wem letztendlich erledigt worden sind oder noch erledigt werden müssen. Das Ganze ist relativ umfangreich in der Darstellung. Man sieht das hier an einem Beispiel. Ich habe letztendlich sehr gebündelt diese Informationen zur Verfügung. Und wir werden hier mit Sicherheit in Zukunft auch noch weitere ausgefeilteres Reporting ergänzen, um die Informationen möglichst günstig dargestellt zu bekommen. Ich kann übrigens all diese Informationen, die ich dokumentiert habe, selbstverständlich auch im Abfrageeditor benutzen. Also das heißt, ich kann nicht nur auf diese Report Views zugreifen, sondern ich kann mir natürlich auch eigene Reporte bauen, wo ich eigene Abfragen definiere und gezielt auf Informationen komme. Weitere Reporte sind zum Beispiel auch die Risikomatrix, die ich gezeigt habe, habe ich ja schon kurz erläutert vorhin. Was ich vorhin ausgelassen habe, sind diese Zahlen, die ich hier sehe. Das sind letztendlich die Anzahl der Risikoeinschätzungen, die ich getätigt habe, die halt quasi mit der Risikohöhe als Ergebnis ergangen sind. Also das heißt, ich habe insgesamt 5 Risikoeinschätzungen, die eine Risikohöhe von 6 haben. Und wenn ich jetzt hier auf die Zahl mal draufklicke, dann geht er in einen anderen Report rein, und zwar in die ISMS-Risikoeinschätzung und zeigt mir hier alle Risikoeinschätzungen an, die halt als Ergebnis des Risikohöhe 6 haben. So, dieser Report ist auch relativ lang. Es sind halt ziemlich alle Informationen, die halt für eine Risikoeinschätzung relevant sind, verarbeitet.
Grundsätzlich haben wir von diesem Risiko, von diesem Report der Risikoeinschätzung zwei Stück. Einmal die Risikoeinschätzung quasi vor der Behandlung und einmal das Restrisiko nach Level, also die Risikobehandlung nach entsprechend einer Risikobehandlung. Und hier kann ich auch jetzt die Ampelwerte wieder auswählen, um das zu klassifizieren und sehe dann halt entsprechend die Risikoeinschätzung, die halt mit einer Restrisikohöhe in der Ampelfarbe grün bewertet worden sind. Gut, dann haben wir noch einen Report zum ISMS-Geltungsbereich. Der ISMS-Geltungsbereich ist, ja, ich sag's mal platt, eigentlich nur eine Liste aller Assets, die für mich als relevant definiert worden sind. Technisch gesprochen, überall da, wo ich in der Kategorie ISMS gesagt habe, dieses Asset ist ISMS-relevant, die werden jetzt hier alle dargestellt und ich bekomme damit quasi einen Report über alle Assets in meinem Unternehmen, die ich halt in meine Risikobetrachtung mit einbezogen habe. So, lassen Sie mich kurz nochmal in die Views reingucken. Das sind, denke ich, die wichtigsten Reporte, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. Eine Sache möchte ich kurz noch zeigen, die relativ häufig gefragt wurde in der Vergangenheit. Und zwar kam immer wieder die Frage auf, ist ja schön und gut, hier für einzelne Assets eine Risikobewertung zu machen. Aber ich möchte ja eigentlich zum Beispiel für eine große Gruppe von Objekten eine Risikobewertung vornehmen, weil alle meine Laptops beispielsweise sind gleich installiert. Die haben technisch, sind die nicht unterschiedlich. Wie gehe ich jetzt vor, um allen meine Laptops nicht einzeln hier einer Risikoeinschätzung unterziehen zu müssen in iDoIt, sondern wie schaffe ich das, dass ich das quasi einmal mache und in allen Objekten einzelnes referenziert ist? Um das zu machen, muss ich mit Objektgruppen arbeiten. Und wir haben hier exemplarisch mal eine Objektgruppe Firmenlaptops angelegt. Und in dieser Objektgruppe sind praktischerweise, man sieht das hier unten, alle unsere Unternehmenslaptops drin. Und was ich jetzt mache, ist genauso, wie ich das vorhin bei dem einzelnen Asset gemacht habe. Ich gehe jetzt hin und mache eine Risikoeinschätzung für für diese Objektgruppe. Das mache ich halt wiederum hier einmalig. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, in iDoIt in den einzelnen Clients eine Kategorie zuzuordnen, die heißt ISMS-Risikoeinschätzung Gruppe. Und diese ISMS-Risikoeinschätzung Gruppe, die macht jetzt nichts anderes, als innerhalb dieses einzelnen Laptops hier mir anzuzeigen, hey, welche Risikoeinschätzung gibt es denn für mein übergeordnetes Gruppenobjekt? Und da sieht man jetzt genau diese Risikoeinschätzung, fehlende oder unzureichende Dokumentation. Und die ist natürlich entsprechend auch verlinkt. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, dann springe ich jetzt wieder in das Mutter. Oh, ja gut, das habe ich gerade falsch geklickt. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe jetzt auf die Gefährdung als solches geklickt. Wenn ich jetzt hier in die Zeile klicke, dann springe ich in die Objektgruppe rein und kann halt dann entsprechend mir die Risikoeinschätzungen, die halt auf dieser übergeordneten Objektgruppe liegen, einsehen und habe darüber dann die Referenz entsprechend an der Stelle. Und dadurch bekomme ich es letztendlich hin, über eine Risikoeinschätzung, die ich tätige, quasi eine Vererbung auf ganz, ganz viele Objekte zu haben, die halt in so einem Gruppenobjekt zugeordnet sind. Gut. Das sind die Grundlagen des ISMS-Add-ons. Wie gesagt, das ISMS-Add-on widmet sich dem Risikomanagement im Speziellen. Es gibt natürlich viele, viele andere Dokumentationsanforderungen innerhalb der ISO 27001-Norm, die halt über so banale Dinge in iDoIt wie die Kontaktzuweisung dokumentiert werden können. Es gibt das Thema Informationslenkung. Informationen können Sie auch mit dem Dokumente-Add-on beispielsweise darstellen. Also ganzen Kernfunktionen rund um iDoIt, wie zum Beispiel das Logbuch etc., erfüllen schon einen Großteil dessen, was letztendlich in der ISO 27001-Norm gefordert ist. Und das ISMS-Add-on ist letztendlich dafür da, um diese Kernaufgabe der Risikobewertung dann auch zu erfüllen. Ja, so viel zur Live-Vorstellung. Ich hatte eingehend schon mal gesagt, Sie brauchen jetzt nicht alles mitzuschreiben. Sie können das alles nochmal nachlesen bzw. sich nachher angucken.
Sie werden die Aufzeichnung dieses Webinars nochmal per E-Mail zugeschickt bekommen. Es gibt aber auch bereits jetzt schon einen Knowledge Base Artikel, in dem Sie die Vorgehensweise nachvollziehen können. Sie können im Nachgang auf diese Online-Demo ismsdemo.i-doit.com gehen, können sich das Ganze live angucken. Es gibt YouTube-Videos, die Sie angucken können, wo die Methodik auch nochmal vom Martin Hartkopf sehr gut live erläutert wird. Also es ist ausreichend Dokumentation da, dass Sie das im Nachhinein nachvollziehen können. Wenn Sie selber das ISMS-Add-on auf Ihrer Installation testen wollen oder sich das generell lokal zur Installation testen wollen, können Sie ganz einfach über unser Eval-Formular sich anmelden, und da ist jetzt im Eval-Prozess entsprechend auch das ISMS-Add-on zum Download mit zur Verfügung. Was da nicht mit drin ist, sind die Kataloge. Die können wir leider im Eval-Prozess nicht ausliefern. Die bekommen Sie dann erst beim Erwerb des Add-ons. Gut, dann sind wir soweit mit der Live-Vorstellung und der Dokumentation durch und kommen nun in den Q&A-Bereich, und ich würde den Martin Hartkopf bitten, dass wir uns jetzt einmal den Fragen widmen. Ja, sind einige reingekommen. Anfangs natürlich erstmal zu Veeva, und zwar, ob es wieder der Upgrade-Prozess aussieht, ob das dann umsonst ist, wie funktioniert eine Migration, dass du da vielleicht nochmal ein paar Worte zu verlierst. Ja, also es gibt zum Thema Veeva 1, Veeva 2, zielte die Frage jetzt darauf, wie das Upgrade von Veeva 1 auf Veeva 2 ist, oder? Das war eine Frage, ja. Genau. Also Veeva 1 zu Veeva 2 können wir noch nicht viel zu sagen. Wir sind gerade erst in der Entwicklungsfrage. Es gibt noch keine verkaufsspezifischen Details, wie jetzt das einmal vom Verkauf her aussehen wird, wie der technische Upgrade-Prozess aussehen wird. Das können wir überhaupt noch nicht sagen. Wir werden aber rechtzeitig vor Veröffentlichung oder zur Veröffentlichung des Add-ons auch hier Webinare veranstalten, wo wir halt das alles erklären werden. Im Moment ist kann ich Ihnen da leider nichts zu sagen. Aber es wird definitiv die Möglichkeit geben, hier umzusteigen, und wir werden Sie rechtzeitig informieren. Aber im Moment gibt es da keine Informationen zu. Wenn Sie vom Veeva-Add-on auf das ISMS-Add-on quasi wechseln möchten, dann würde ich Sie in diesem Falle auch bitten, einfach eine E-Mail an sales@idoit.com zu schicken, und die Kollegen aus dem Sales können Ihnen dann Informationen dazu geben. Grundlegend ist es so, dass die Preise für beide Add-ons gleich sind. Insofern sollte es darauf hinauslaufen, dass das eine gekündigt wird und das andere eingesetzt wird. Es gibt jedoch vom Veeva 1 Add-on auf das ISMS Add-on keine Datenübernahme. Also da müssen Sie dann quasi von neuem starten. Natürlich, klar, Ihre normale iDoIT-Objekte gehen da nicht verloren, aber die Risikoeinschätzungen, die Sie im Veeva 1 Add-on getroffen werden haben, die können nicht in das ISMS Add-on übernommen werden. Okay. Gut, dann kam noch mal eine Frage, die hattest du schon beantwortet, dass man die Objekte auch natürlich gruppieren kann. Das war jetzt gerade zum Schluss. Die Frage wurde vorher gestellt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das schon beantwortet ist. Ja, wir können die zusammenfassen über die Gruppen und dann bewerten. Gibt es da eine Möglichkeit, die Risikoeinschätzung für alle beziehungsweise virtuellen Server gemeinsam durchzuführen und nicht für 1000 Einzelobjekte? War auch nochmal eine Frage, die in den Bereich reinzielte. Auch die ist, glaube ich, da beantwortet worden. Gibt es eine Möglichkeit, die Report-Views zur Erklärung der Anwendbarkeit oder den Risk-Treatment-Plan auszudrucken? Im Moment gibt es das noch nicht. Wir arbeiten daran, und zwar relativ klar, dass diese Anforderung direkt kommen würde. In dieser Version des ISMS-Add-ons leider noch nicht, aber ist ganz klar auf unserem Fahrplan, dass wir hier dafür sorgen werden, dass der RTP und auch der SOA, wie es so schön in den Abkürzungsslangs heißt, dass das ausgedruckt werden kann, aber leider technisch im Moment noch nicht in dieser Version, in dieser initialen. Okay, das waren auch schon alle Fragen. Du hast einfach zu gut präsentiert, und
Es kam nichts mehr sonst rein. Jetzt kommen wieder Fragen. Wunderbar. Also Sie können gerne noch, wir haben noch Zeit. Der Termin war ja bis, ich glaube, 16 Uhr eingestellt. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne über das Tool einkippen. Die erste lese ich mal vor. Eine Schutzbedarfsstellung kann nur in Viva 1.2 erstellt werden oder auch im ISMS-Add-on. Ja, also die Schutzbedarfsfeststellung ist ein IT-Grundschutzspezifisches Ding, sage ich jetzt mal. Natürlich kann man das machen, ist aber so explizit in der ISO 27001-Norm, soweit mir bekannt ist, nicht gefordert. Deswegen haben wir sie auch nicht im ISMS-Add-on implementiert. Sie wird aber dann im Viva 2 Add-on, so dass in der IT-Grundschutz 200-X Standards verankert ist, wieder vorkommen, ist aber nicht Teil des ISMS Add-ons. Okay, dann kommt noch eine Frage zum DSGVO Add-on. Warum ist das auf unserer Homepage gelistet? Kannst du gerne beantworten, glaube ich, oder? Weil alle unsere Add-ons auf der Webseite gelistet sind. Das ist in dem Falle, heißt es, also der Titel ist das Data Privacy Add-on. Das ist das DSGVO Add-on und zwar der Name DSGVO Add-on einfach ein wenig zu sperrig. Und insofern ist es das namentlich das Data Privacy Add-on, was von der Firma Don't Panic mittlerweile betreut wird. Also die, was heißt mittlerweile? Die haben es entwickelt. Die haben es entwickelt. Entschuldigung, ich habe es gerade inhaltlich verwechselt. Selbstverständlich ist es von der Firma Don't Panic entwickelt worden und wird auch von der Firma Don't Panic vertrieben. Allerdings ist es kostenfrei und kann halt so bezogen werden. Und wir listen auf unserer Webseite auch die Partner-Add-ons und werden in den nächsten Monaten auch irgendwann einen Ad-Store haben, also einen Add-on-Store, wo dann sowieso noch wesentlich mehr Add-ons veröffentlicht werden sollen. Ja, ich glaube, die Frage zielt auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen Richtung Abgrenzung natürlich. Die Datenschutzgrundverordnung, dafür ist das Add-on halt geeignet und auch nur dafür. Wie Herr Köster eben schon sagte, es ist umsonst. Wenn man Support möchte, kann man den aber bei der Don't Panic natürlich gerne dazu beziehen. Gut, dann die nächste Frage. Im Vertrieb hieß es, das ISMS-Bundle, das Viva ersetzen soll. Auch das ist wieder so ein bisschen Abgrenzung, ne? Diese Information ist völlig verkehrt. Das tut mir leid, wenn das so kommuniziert wurde. Ich kann vielleicht noch mal die Grafik aufmachen. Die Add-ons sind inhaltlich natürlich ähnlich, aber bedienen halt andere Schwerpunkte. Also das ISMS-Add-on bezieht sich von der Methodik her auf die ISO 27001-Norm. Währenddessen das Viva 1 sich auf die Methodik IT-Grundschutz 100-X des BSI bezieht und das Viva 2 auf die Methodik des IT-Grundschutz 200-X. Und die Verwirrung kann halt schnell auftreten, weil man sich anhand einer IT-Grundschutz, sowohl 100 als auch 200-X Zertifizierung, kann man sich auch nach ISO 27001 zertifizieren lassen. Aber die Norm als solches ist, ich sag mal, wesentlich, streng ist nicht das, oder nicht weniger streng, aber sie ist halt ein wenig offener formuliert und hat eine nicht so präzise vorgegebene Methodik wie der IT-Grundschutz. Das heißt, ich bin in der Wahl der Mittel und Umsetzung bin ich bei der ISO 27001 wesentlich freier, als ich das beim IT-Grundschutz bin. Und dieses ISMS-Add-on und Viva 2, diese untere Reihe, die wir hier sehen, die werden definitiv parallel existieren, weil einfach die Methodik, die Art und Weise, wie ich die Dinge, wie ich mein Risikomanagement betreibe, die sind halt je nach diesen beiden Standards unterschiedlich ausgeprägt und werden halt auch im Tool unterschiedlich entsprechend dokumentiert. Das heißt, es ist keine Ablöse, dass das Viva 2 und das ISMS, die werden parallel existieren und auch ihre Daseinsberechtigung haben und es macht quasi auch keinen Sinn, beide auf einmal zu benutzen. Es ist letztendlich eine Entweder-Oder-Wahl.
Okay, da kam zu gerade noch mal die Frage rein, was sind denn die Kernunterschiede der einzelnen Module im iDoIt von Viva 2 und ASMS? Da müssten wir jetzt weit ausholen und müssten die Unterschiede zwischen der ISO 27001-Norm und des BSI IT-Grundschutz auseinandernehmen. Ich kann das leider, also erstens fachlich bin ich auch nicht so tief drin in beiden Themen, dass ich das jetzt genau mit einer A- und B-Vergleichstabelle irgendwie mal eben aufzeichnen könnte. Also das kann ich so nicht beantworten. Grundsätzlich ist die Methodik halt anders, die Begrifflichkeiten sind teilweise anders. Es gibt hier andere Schwerpunkte, aber ich kann es jetzt nicht genau in drei Sätzen ausdifferenzieren. Ja, Jetzt hatte ich das hier ist ja auch noch. grundlegend, ist ja auch grundlegend so, wenn man dann in die Zertifizierung geht, dann wird halt einiges erwartet und das wird halt entsprechend dort schon zielgerichtet halt dann im Endeffekt auch befriedigt, oder? Entschuldigung, ich habe gerade eine andere Frage gelesen. ASMS nach ISO 27001 nativ zu BSI-Grundschutz voll kompatibel. Genauer die Frage, sind denn die aus den 100x-Katalogen bekannten Kreuzreferenztabellen beinhaltet? Also im ASMS nicht, im Viva 2 kann ich das noch nicht sagen, weil da sind wir technisch noch nicht so weit, beziehungsweise inhaltlich noch nicht so weit, dass ich sagen kann, was da alles beinhaltet wird. Da bitte ich noch um ein bisschen Geduld. Wir sind mit Hochdruck daran, bis Mitte des Jahres das Viva 2 Add-on zu veröffentlichen. Aber den genauen Zuschnitt und schon gar nicht Preise, Migration, da kann ich im Moment noch nicht viel zu sagen. Da bitte ich Sie noch mal ein bisschen Geduld, bis wir da inhaltlich etwas weiter sind. Und dann werden wir da definitiv auch Webinare und Informationsmaterialien zur Verfügung stellen. Okay, nächste Frage. Sind Viva 2 und DSGVO-Add-on integriert? Kann ich zum Beispiel Prozessen, die ich einer Schutzbedarfsanalyse unterziehe, dann auch Verarbeitungstätigkeiten zuordnen? Grundsätzlich würde ich sagen, ja und nein. Also eine richtige Integration benötige ich eigentlich nicht, weil die Klammer ist das Asset in iDoIt. Und wenn ich das DSGVO-Add-on installiert habe und das Viva 2-Add-on, dann habe ich am Asset meine Kategorien, die verschiedenen Informationsbedürfnisse letztendlich erfüllen. Im Moment kann ich auch hier noch nicht sagen, ob es da jetzt innerhalb der Kategorien irgendwelche Zuordnung geben wird, aber die Klammer des Assets oder Objektes oder was auch immer, wird halt beide Aspekte umfassen, weil ich die entsprechenden Kategorien aus den beiden Welten an einem Asset quasi dran kleben habe und dadurch habe ich die Informationen an einer Stelle. Also ja, ich habe entsprechend Informationen zu beiden Bereichen an meinem einzelnen Objekt, an meinem Asset dran. Ob da jetzt direkte Kreuzreferenzen drin sein werden, möchte ich jetzt erstmal bezweifeln, weil man halt auch nicht immer davon ausgehen kann, dass beide Add-ons in Kombination installiert sind. Ich weiß, kann auch jetzt inhaltlich gar nicht sagen, inwieweit das notwendig ist oder sinnvoll ist. Das entzieht sich dann jetzt auch meiner Kenntnis. Okay, gut, dann wären wir mit den Fragen, glaube ich, soweit durch und haben fast eine Punktlandung gemacht von der Uhrzeit her. Wenn jetzt nichts weiteres reinkommt, will ich mich natürlich erstmal bei allen, die sich heute hier beteiligt haben, bedanken. Oh, da kommt auch noch eine Frage rein. Multi-Tenant-Umgebung, Viva zu ISO nativ, Viva und ISO nativ, also wie sieht es in Multi-Tenant-Umgebungen aus? Ja, grundsätzlich sind alle unsere Add-ons multi-tenant-fähig. Man sieht das auch im Admin Center. Also die Umgebungen werden oder die Add-ons werden immer für einzelne Tenants enabled oder disabled und halt auch bei einer Installation allen Tenants zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich erstmal, also ja, klares Ja. Okay. Gut, dann kommt nochmal ein Danke. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Ich bedanke mich für alle, bei allen da draußen, die heute aufmerksam hier gefolgt sind. Ich bedanke mich auch nochmal bei Daniel Kirsten für die wirklich perfekte Präsentation. Und ich kann natürlich alle nur anregen, falls weiteres Interesse besteht. Über unsere Webseite finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten zu dem Thema. Sie kriegen aber auch jetzt nochmal im Nachgang, ich schätze mal morgen, eine E-Mail, wo auch der Link zu diesem Video drin ist und die Materialien und alles nochmal verlinkt ist, wo Sie sich dann auch nochmal zusätzlich informieren können oder an Ihre Kollegen weitergeben. Und
Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Dokumentieren und bei Ihren Projekten und würde sagen, wir freuen uns auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder hier mit bei uns dabei sind im nächsten Webinar und sagen einfach Tschüss aus Düsseldorf. Tschüss.